Meine Offensive hat begonnen. Oh, da ist direkt Loot. Gestern gar nicht beansprucht. Und direkt noch Dinge kaufen, das Schild. Seefalke, sind wir schon länger nicht mehr gefahren. Das ist von einem Schiff hier. Da ist ein Tagebuch. Oder so ein Schiffslogbuch. Also irgendwas, die geladen hatten hier an Kanonenkugeln und so. Naja, 80 Kanonenkugeln ist schon okay. Die können wir mal mitnehmen. Das brauchen wir nicht unbedingt da drinnen. So, haben wir schon mal 170 Kanonenkugeln. Machen schon mal die Lichter aus hier. Zumindest die Oberdecklichter. Nehmen wir das Tagebuch mit. Soll's. Oder ist es Tagebuch oder Logbuch? Logbuch. Aber leer. Aber falls wir bei den Reapern vorbeifahren, können wir das ja abgeben. Ah, moin. Wollte gerade gucken, wo du bleibst. Also, Florian ist auch dabei. Der ist doch gar nicht on. Aber er hat vorhin geschrieben, per WhatsApp, dass er dabei ist. Die Frage ist, wann ist er dabei? Ich habe ihm geschrieben, 21:30. Er ist doch online. Wo ist er denn? Im Steam ist er online. Hä? Ne, ist er nicht. Du bist online, Dings ist online, Schlick ist und der Rektor ist online. Also ich sehe den Florian auch. Vielleicht ein Anzeigefehler, keine Ahnung. Ich schreibe nochmal per WhatsApp, ob er kommt. So, ich habe heute mal den Stream wieder mit ein bisschen weniger Verzögerung gestartet. Nur eine Viertelstunde. Sollte ja auch reichen. Keine Ahnung, frag mich nicht.
Weiß auch nicht unbedingt, was die Leute so geil daran finden, die Leute zu Stream-Snipern. Ja. Alter, was ist denn hier los? Gleich zwei magische Kugeln. Was wo? Hast du schon eine Kiste? Ja, ich hab schon eine Kiste geholt. Schon für irgendeine... Nö. ...Fragulation ausgewählt. Nope. Aber wir könnten wieder den Handelsbund fahren, weil ich den noch nicht auf 100 habe. Und einfach heute mal Seefahrt machen. Also so Raubzüge und so ein Kram. Mal machen. Auch mal für den Handelsbund. Einfach mal ausprobieren, wie es ist. Die linke Kanonenkugel fast nehme ich mal für Special. Ja, ich habe eins leer gemacht für Special Kanonenkugeln. Ich habe so den blöden Verdacht. Wieso zum Fick? Maustreiber, warum zum Scheiß schon wieder? Muss ich irgendwelche X-Dinger Escape drücken? Was soll denn der Scheiß? Was hat er sich wieder hier... 3000 Programme, nichts funktioniert. Du kannst 1000 Loadouts erstellen, aber er macht's einfach nicht rein. Was soll denn der Scheiß? Das was. Nee, wir spielen hier unten, nicht irgendwo oben Battlefield oder irgendwas anderes. Klotz, was im Arbeitsspeicher für ein Spiel gestartet ist. Blöd, Mann, ey, das kommt mich sowas von an. Ja, also. Es geht mir so auf den Sack. Dieses so, anderes Profil für die Maus mit drin oder was? Naja, eigentlich startet das automatisch und wechselt dann immer durch, aber manchmal keine Ahnung. Ist halt, funktioniert halt nicht. Halt diese Programme. Aber Hauptsache, ich kriege pro Woche 30 Updates für den Maustreiber mit irgendwelchen blödsinnigen Werbescheiß und irgendwelchen blöden anderen Fick von wegen irgendwie hier, er kauft dir die scheiß mechanische Tastatur und den dämlichen Dreck. Bitte alles mit RGB-Unterstützung. Ja, das ist das Wichtigste. Also die größten Lappen, die so einen Scheiß im Endeffekt haben. Das ist halt völlig sinnlos. Wofür? Also, ich habe das... Ich hab's... meine Maus hat auch so ein RGB-Logo, aber... Ja, das ist halt, auch. Das ist halt drauf, ne? Aber es ist, ich hab's jetzt nicht wegen dem RGB-Logo gekauft. Ja, leuchtet hier wie ein Weihnachtsbaum, wenn du das willst. Bloß, das habe ich gleich ausgestellt, weil was will ich mit diesem Schrott? Zieht mir ein Akku sinnlos leer, hat null Funktion. Guck doch beim Zocken nicht auf meine Maus. Was soll denn das? Ja, vor allem, das Logo ist bei mir unter der Hand. Ich sehe es sowieso nicht. Also, ne, wenn ich meine Hand auf der Maus habe, sehe ich das Logo ja, sowieso nicht. Ja, naja, bei mir ist doch die Maus so durchbrochen. Ne? Das ist ja eigentlich nur der obere Körper. Das ist ja eigentlich nur so ein... Oh, guck mal, das treibt gut im... Ja, habe ich schon gelehrt. Das ist natürlich total schwachsinnig, weil... Was soll das? Hinten war doch ein Schiff. Wollen wir los? Brauchen wir noch irgendwas? Eigentlich nicht. Handelsbund, sagst du? Ja, warte, ganz kurz. Jetzt müssen wir wieder scheißlos werden hier. Achso, hier ist noch... Auch so geil hier in dem Spiel. Du hast einmal zum Schließen der Dialoge. Hast du auf einer Seite Escape-Button und auf der anderen Seite machst du irgendeinen anderen Scheiß mit X. Ach, kacke. Also wir haben schon 210 Kanonenkugeln. Ja, ich habe nochmal 50 gekauft. Ich würde auch nochmal die 30 anderen kaufen. Naja, wir müssen es ja nicht übertreiben jetzt. Doch. Immerhin ein Händlerschiff, Robert. Achso, ja. Und Handelsschiffe müssen ja maximal bewaffnet sein. Maximal, genau. 3 volle Kanonenkugelfässer, bitte. So, ich mache übrigens den komischen Hut wieder ab jetzt. Deine Hütchen, ja. Ja. Ein Fan von. Ist jetzt selber lächerlich, ja. Weg mit der Mütze. Kaufst du jetzt mal einen ordentlichen, noch großen Hut, ja. Ach, ich kaufe mir gar keinen Hut. Geht doch ohne. Ah, was ist denn jetzt mit dem Florian? Ja, nix. Das ist es. Ja, aber es ist halt blöd, wenn wir jetzt hier losschippern und dann fahren wir die ganze Zeit um zwei Master zu zweit rum. Ja.
Sagst es. Und wenn er nur da steht und angelt. Wäre auch dafür, dass er im richtigen Moment doch meine Kanone bedienen kann, meinst du? Oder nicht? Ja, ja, ist schon. Ja. Ist das anders, ja? Nee, nee. Gut. Willst du mich nicht demokratisch vom Gegenteil überzeugen? Will ich von gar nichts überzeugen. Was? Du bist kein guter Politiker, Robert. Nee, nee. Du meinst, weil ich die Meinung von anderen Leuten akzeptiere? Wenn du irgendwann mal die Macht in deinem Dorf anstrebst, dann... Hm. Brauche ich gar nicht. Ja, dann mach mal halt erstmal einen See vor, oder? Ja, los, komm. Ach scheiße, ich hätte was für einen Anker abgesenkt. Für den Handelsbund. Handelsverträge gibt's ja auch. Er hat natürlich zielsicher die Kanonenkugeln, die 30 Stück... ins falsche Fass gelegt. Ah, Leute. Das ist schon schwierig, so eine Abfrage. Das drei Fässer, wo sind die? Ja, gut. Nein, okay. Ist schon hart. Mach mal nicht. Das ist crazy. Dann bereit machen zum Tauchen. Ach so. Naja. Du musst unten noch annehmen, ne? Ach so, ja, stimmt. Sonst tauchen wir gar nicht. Ist irgendwie, keine Ahnung. Es geht mir irgendwie ab. Ich bin auch durchaus zufrieden, wenn das eine alles managt, sag ich dir ganz ehrlich. Oh, ich hab schon gedacht, wir tauchen jetzt. Du meinst, es gibt normalerweise nicht umsonst einen Captain auf so einem Schiff? Unter anderem, ja. Wassergebirge. Diese Unterwasserhöhle, wo irgendwie ein Schiffswrack drin ist. Hm. Das ist hier komisch. Danke. Ja. Der Flo ist überhaupt nicht da, weil... Muss ich mal ein bisschen heller machen. Guck. Irgendwie... Schatten auf dem Greenscreen. Jetzt geht's. Mensch. Ich glaube, wir können das vordere Segel schon wieder einholen. Ach, du glaubst es nicht. Sonst sind sie nicht in der Lage, ein scheiß Scheunentor zu treffen aus 5 Metern, aber da wissen sie, wie es geht. Mhm. Mit ihrem random Geballer da hier irgendwo hin. Wir müssen ja noch einmal rundherum, ne? Mhm. Da kommen sie schon. Die Spitzbuben. Schießen die auf dich? Mhm. Treffen mich auch schon. Und die Maus ist natürlich wieder für Mauspads von 3 Quadratkilometern gemacht. Alter, die legt mich fast um. Dann musst du vielleicht mal zurückschießen. Alle Segel sind oben. Ja. Ich kann das nicht, ne? Gut. Seit wann braucht man denn 3 Messer, um so einen blöden Geist zu töten hier? Das ist ein Feature. Mhm. Du brauchst jeden Tag eine unterschiedliche Menge an Hits, um jemanden zu töten. Ich glaube, die haben einfach an, die komischen Geister.
hat ja hier mal einer die muffige Bude aufgemacht. Da ist einer hinter dir. Hab'n. Wo? Hast'n, ja. Hab ihn erwischt, ja. Ich hätte mir vielleicht was zu essen mitnehmen sollen. Du stehst in einem... In der Küche, ja, ich weiß. Boah, Robert, was voll ist mit Fressen. Ah. Und der einfach durch die Wand gelaufen, der Arsch. Sind hier unten, bei mir sind so zwei. Oben. Was schreibt denn der Robot hier schon wieder? Die können sich irgendwie nicht entscheiden, ob er sich hier mal herbeamt. Oder eben nicht. Bis oben. Den Lagerraumschlüssel. Okay. Kommt noch ein Kollege zu dir hoch. Diese Dinger mit ihren Entscheidungsschwächen. Fass steht oben bereit, Sprengfass. Da steht's mal lieber hier auf die Treppe, oder? Und das da oben immer. Ja, das reißt einen da oben immer ganz schön mit. Was so weit oben drauf steht. Ja. Okay. Bin oben. Kommt denn der Kapitän schon? Der. Wer? Der kommt jetzt. Na, wo ist er? Warten. Tschüss. Vielen Dank fürs Mitspielen. Die Frage ist, wo ist dein blöder Schlüssel? Den Schlüssel wieder aus der Existenz geblasen. Mhm. Hier ist er doch. Okay, gehst du runter? Ja, ich bin Handelsbund 100 geworden. Wann denn das? Jetzt gerade? Wir sind auch Dings 25 geworden. Gerade. Ja, aber wie denn? Gilde 25 sind wir gerade geworden. Ja, wir haben die Seefahrt abgeschlossen. Ja, aber das ist so ein bisschen. Was ist denn da drin? Nüscht. Wir haben jetzt hier ein so ein Dingchen. Was war das? Was hast du denn gehabt jetzt hier drin? Hier ist so eine Kiste Gewürze oder was? Okay. Doch, hier ist noch eine. Ist da eine Kiste? Okay. Dann nehme ich mal die Schatztruhe mit runter in die Schatzkammer. Hast du die schon aufgemacht? Nee. Du den Nagel rum? Ja, du hast doch gerade eben den Schlüssel gehabt hier unten. Ja, hier ist er doch. Ich komme mit runter. Oh ja. Aber. Warum stehen hier Schatztruhen rum, wenn es gar keine Schätze gibt? Wo gibt es ein Goldsäckchen nochmal? Ja, wir müssen auch mal das Gold da bergen, was da hier. Grad 1 Handelsbund Plünderer. Was ist mit unserem Schiff passiert? Wieso? Es ist übelst weit weg. Ja, ist ein bisschen zurückgedriftet. Ja. Kann das sein, dass du das jetzt nur noch antippen musst mit dem Gold hier bergen? Keine Ahnung. Nee. Müsstest du das ein bisschen Viertel machen oder was? Ne, hör da auf, wer will das gedrückt haben? Jetzt eben hat er es ohne Drücken durchgemacht. Keine Ahnung. Wie reagiert ein bisschen wird in der letzten Zeit. So, noch Kanonenkugeln sammeln.
Mit ja. der Lagerkiste. Holz, Kanonenkugeln. Futter auch? Ja, na klar. Alles, was du kriegen kannst, Robert. Moment, wir sind Piraten. Wir nehmen alles, was wir kriegen können und geben nichts wieder zurück. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, ist, weil wenn du alles nimmst, was du kriegen kannst und nichts wieder zurücknimmst, dann kriegst du natürlich auch keine Ausrüstung, keine Versorgung, keine Dirnen, keinen Rum im Hafen. Ne? Nichts zurückgibst. Ja, was, wieso? Naja, geht ja nicht. Du musst ja irgendwas von deiner Beute verkaufen, damit du irgendwann mal andere Dienstleistungen einkaufen kannst, oder? Wieso, wenn du einfach alles nimmst, was du willst? Ja, so funktioniert's aber leider nicht. Denkst du? Funktioniert's in der Welt der, wie heißt das hier? Pirates of the Caribbean funktioniert's auch nicht so, oder? Konzept haut also nicht hin. Du siehst da also konzeptuelle Schwächen. Bisschen. Warum, dass ich nicht schon zu viel Essen eingesammelt habe? Dass ich die Kanonenkugel nicht mehr mitkriege hier. Mir klar, dass wir dafür falsch stehen. Das war so klar, dass wir dann. Für die zwei Kisten, die oben drauf stehen, oder was? Ja. Das dritte Kanonenkugelfass ist wahrscheinlich irgendwo auf der. Bis oben. Nee, jetzt ist bis oben habe ich schon. Gibt wahrscheinlich zwischendrin hier noch eins. Da ist es, ich hab's. Es gefunden. Da müssen hier draußen noch die Kräne leer machen. Ja. Ist auch so einen extrem hohen Ping? Nee, mein Ping ist okay, 60. Also, 89. Der Chat sagt, RGB bringt mehr FPS. Ja, sicher. Das ist so wahrscheinlich die Theorie, wenn ich irgendwelche roten Rennstreifen an ein Auto klebe, dann fährt es auch schneller. Genau. Das ist auf dem Niveau. Das ist halt schon, ne? Follow the Science und so. Folge den Zeichen? The Science. Der Wissenschaft. Ja, ich weiß schon. Follow this. Kommt drauf an, Rob, ja, ja. Eingestellt bist. Auf welche, was für dich Wissenschaft bedeutet. Genau. Irgendwelche wandernden Sterne am Himmel siehst, dann. Ein bisschen was können wir trotzdem noch mal hier reinlagern. Pass mal auf die Bratpfannen auf. Denen geht's gut. Lass die uns nicht durchglühen. Sind immer so teuer. Hm. Wir wollen ja nichts mehr zurückgeben von unserer Beute. Naja. So. Stell dir mal vor, es wäre wirklich so gewesen. Du behältst einfach alles und verhungerst dann. Wir haben keine Bratpfanne mehr, wir müssen Kaperbraten machen, um Kochgeschirr zu besorgen. Ja. Ich muss jetzt mal ganz kurz antworten. Was wollt ihr? Ja, Kochgeschirr. Was noch? Nägel. Ist eigentlich das Ding hier leer? Kann ich doch viel schneller durchfluten. Ich wollte doch eigentlich. Ja, wir bräuchten mal noch eine zweite Lagerkiste irgendwie. Ja, müssen wir mal auf den Inseln nachgucken. War ja gestern nicht so. Ja, dass wir können ja hier hinter uns direkt zu der kleinen fahren. Ja. Wir können auch gleich abgeben da vorne. Ja, also ist gleich. Ja. So, wir fahren jetzt los. Ist alles leer. Wir haben alles mitgenommen.
und horken das jetzt auf unserem Schiff, bis das Schiff so tief im Wasser liegt, dass... Dass wir es quasi auf, direkt auf Meeresboden, Meeresboden verbuddeln können. Mit dem Meereswasser spielen kannst, direkt hier oben von der Reling aus. Da. Bist du an Bord, ja, ne? Ja. Hoffe ich doch. Ich habe unten übrigens Fleisch draufgelegt, hast du es gesehen? Ja, ja. Ist das noch? Das ist ja immer so eine Sache, ne? Ob man da ist oder nicht da ist. Betrachtungswinkel. Was willst du? Du willst ja immer keine Ananas hier drin haben, ne? Ja, weil die halt blockiert. Ja, ist schon gut. Du findest halt immer bloß 5 Ananas während der ganzen Fahrt. Ja, das ist schon klar. Ananas-Hater. Ja. Ja, die Ananas hat in der Lagerkiste nichts zu suchen. Die kannst du von mir aus auf die Pizza machen, aber... aber nicht in meiner Lagerkiste. Gottes Willen. Oder meinst du, wir machen die Diskussion jetzt nicht auf hier? Ich esse das auch, so ist es nicht. Aber ich habe DR auf unserem auf dem uralten DDR-Gericht Toast Hawaii als Karlsbader Schnitt ist das DDR-Gericht. Genau. Ne, heißt aber auch Toast Hawaii. Ich glaube im Westen hat man es Toast Hawaii genannt, bin mir nicht mehr sicher. Jetzt soll man den Chat befragen. Ich glaube, ich habe da ein Loch produziert. Hast du das Schiff auch abgebremst, oder? Ich habe das Segel hochgemacht. Achso, hier ist auch ein Boot, da könnte auch noch irgendwie Kram drin sein. Ja, ich muss erstmal das Loch fixen hier. Unser Schiff leer pumpen. Oh, guck mal in der Munitionskiste. Ja, ich konnte es aber nicht aufnehmen. Hier sind nochmal 19 Kanonenkugeln, 18 Bretter drin. Was wollten wir jetzt hier holen? Eine Lagerkiste eigentlich, ne? Keine Munitionskiste. Nein, wir wollten eine verbuggte Munitionskiste finden, weil das ist nämlich der neue heiße Scheiß in dem Spiel. Das wollten wir dem Chat hier mal vorstellen. Oh, jetzt sind alle Fässer sind voll hier, kannst du überall was rausholen. So sieht das aus. Wollen wir noch ein paar Schnitzel mitnehmen? Ja, ganz geiles neues Feature. Bereichert das Spiel ungemein. Was hält denn das Schwein aus? Aber wenn ich ein Messer reinwerfe, ist es direkt Geschichte, das Vieh. Aber wenn ich zusteche, nicht so. So, habe ich alle? Ja, ich glaube, wir haben hier allgemein alles. Aber wir können mal versuchen mit dem... aber ich glaube, es geht auch nicht mit dem Enderhang. Oh, wir haben schon wieder unter dem Schiff Schätze. Wir haben unter dem Schiff Schätze verloren. Die haben eine Flaschenpost gefunden. Ich hab nicht. Handelsbund. Weiß ich nicht, ob ich da Lust drauf habe. Ich höre eine Statue. Ich hab den Schatz verloren. Ach ja. Er ist auch ein Hai. Mach ihn weg. Lass du so einfach. Keine Messer mehr. Warte mal, Hai. Komm her. Zack, siehst du? Alter, was hast du denn da für einen brachialen Säbel, ey? Ich bin vom Handelsbund. Ach du Scheiße, ey. Ja. Denken kann man direkt Sushi aus dem Hai machen. Sieht ja aus, wie jetzt könntest du mit jemandem mit einem Schlag enthaupten.